straight. Internationale Gäste heute mal bei Straight, weil es total verrückt, ihr seid wirklich total international. Du lebst in Paris, ja. Du genau. In der Schweiz, Zürich, in Zürich, ja. Ja genau. Wo seid ihr denn öfter? Das kommt drauf an. Es ist fast ausgeglichen im Moment, aber ja, doch. Ja, off-season bin ich halt vor allen Dingen in der Schweiz und on-season ist sie dann vor allen Dingen bin in ich Paris. Mehr in Paris bei dir. Was heißt denn jetzt bitte off- und on-season? Off-season ist jetzt zum Beispiel August, also so Sommerzeit, wo nichts läuft. In ihrer Branche. In deiner Branche. Ja. Genau, in der Fashion-Industrie, ja. Genau. Und dann bin ich halt in der Schweiz, so oft ich kann und da halt immer viel länger und dann auch über Weihnachten und so. Und im Jahr zwischendurch ist sie dann mehr bei mir in Paris. Also du bist ja hauptberuflich Model und genau. Hast so deinen ganzen Jahresplan nach dem Kalender von irgendwelchen Modeherstellern, die genau. dich dann und wann buchen. Hast du eigentlich einen Liebling? Für den Lieblingsbrand? Ja, darfst du das denn sagen, hier so in dieser vertrauten Runde? Kommt noch drauf an, wahrscheinlich, ob du fragst, mit wem arbeitest du am liebsten oder was trägst du am liebsten, ist wahrscheinlich noch was anderes, oder? Ja, also ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die super talentiert sind und die ich sehr schätze, für was sie machen. Aber ich kann das jetzt, das ist halt immer verschieden. Es ist wie bei Louis Vuitton, die mag man für diese bestimmten Dinge, aber ein Jean-Paul Gaultier, den mag man dann für was anderes. Also es ist, ja, ich habe da nicht so ein per se Liebling in dem Sinne. Okay, aber hast du Lieblingskleidungsstücke? Ich denke, er ist wieder so Berliner Fashion Week etc. pp. Also mein Lieblingskleidungsstück im Moment ist eine rote Marcella-Hose, die ich mir vor kurzem mal gekauft habe. Ja. So eine Jogginghose, sagt man auf Deutsch. Seid ihr so beim Klamottengeschmack auf dem gleichen Level, ihr beiden? Ja, schon voll. Ziemlich. Wir tauschen auch gerne mal was aus. Ja. Oder haben sogar gleiche Kleidungsstücke. Ja, passiert. Ja, voll. Das ist durchaus ein Vorteil, wenn man mit einer, also Frau wenn man gleichgeschlechtlich ja, irgendwie unterwegs ist, ne? Total. Genau. Ja. Und was auch noch cool ist, ist, wenn ich etwas von ihr trage oder umgekehrt, es sieht halt nie wie das gleiche Kleidungsstück aus, weil wir so verschiedene Körper haben. Ja. Dass es dann total anders aussieht. Also es sagt nie jemand, ah, das ist was von Tammy, ja, gell? Genau. Das kommt nicht. Ja. Ich sehe auch, ihr seid schon total eng. Könnt ihr auch ohne kuscheln oder ist das so schwierig. Standardprogramm? Ja. Schwierig. Ja, schwierig. Das hätte ihn doch immer so verliebt. Ja. Ja, es fällt uns wirklich schwierig, manchmal die Finger voneinander zu lassen. Deswegen macht ihr auch so vieles zusammen, zum Beispiel Party. Ja, aber es ist auch alles so cool zusammen. Ja. Es macht einfach so viel Spaß, noch mehr. Mhm. Aber ihr wart ja vorher auch schon mal verliebt. Ist das jetzt irgendwie anders? Also, oder ist es halt irgendwie so euer Standardprogramm, wenn die Hormone draußen sind? Nee, also bei mir ist es schon, ich finde schon, wir haben sehr eine spezielle Bindung seit Anfang an, seit dem ersten Moment, dass wir uns getroffen haben. Das war echt so eine Vertrautheit da. Und dann ergänzen wir uns einfach voll krass und sind aber auch gegensätzlich. Und das ist einerseits kann das eine Herausforderung sein und dann gleichzeitig aber eben, ich weiß auch nicht, und wir machen viele Sachen beide gerne und ja, es ist einfach dann doppelt. Spaß, ich weiß nicht. Dominik, ich muss an einer Stelle kurz einhaken. Herausforderung. Wann ist es denn eine Herausforderung, mit Tammy zusammen zu sein? Nee, nicht eine Herausforderung, mit ihr zusammen zu sein, sondern dass sie mich herausfordert. Ach so. Mhm. Also das heißt, sie bringt mich vielleicht zu einem Punkt oder lässt mich über etwas nachdenken, das ich vielleicht sonst nicht getan hätte in der Situation. Also das heißt, sie bringt mir einfach eine neue Idee oder sagt oder ermutigt mich, etwas zu tun. Das meine ich. Wann hat sie das zum Beispiel zuletzt getan? Dich ermutigt? Als ich mir halt sehr viele Gedanken gemacht habe über meine Zukunft, hat sie mir halt, wir haben da sehr viel drüber geredet und, also, oder nicht, Management-Thema ist das falsche Wort, einfach meine Zukunft, wie ich das strategisch angehen soll und da hat sie mich halt sehr ermutigt, auch ein bisschen risikohafter zu sein, weil ich eher ein bisschen Mensch bin, der dann vielleicht eher mal sagt, oh, vielleicht ist es zu großes Risiko. Ja, das war so das Größere, aber da gibt es auch kleine Sachen, irgendwie, keine Ahnung, spring jetzt komm, du schaffst das, spring da runter oder was auch immer. Das sind so kleine Dinge auch. Beim Bungee-Jumping oder was meinst du, Tammy? Das war dann eher das ich. War eher ich bei ihr. So. Weil ich mehr so der Adrenalin-Junkie bin. Echt? Ja. Ja, wir waren falsch im Springen zusammen. Aha, aber sie hat mich nachher gehasst. Ich war einfach so froh, dass ich noch am Leben bin. Ja. Das ist nicht so dein Ding? Überhaupt nicht. Achterbahn fahren? Ja, geht. Aber ich habe dann immer Kopfschmerzen, von daher. Solange du dich nicht übergeben musst? Ja, nee, das nicht. Aber ich bin dann trotzdem froh, wenn noch andere dabei sind, dass sie dann mit denen auf die Bahn kann. Ich gehe dann ein Bierchen trinken oder so.
In Paris gibt es ja auch so Amusements, ja, zu denen man gehen kann, hoch, runter. Oder Europapark Rust, weiß nicht, die Deutschen. Ich liebe den. Fast ist ja fast Schweiz, ne? Voll, das war bei mir so alle Jahre Europapark. Ja. So einmal mit der Familie. Ja, alle wieder. Ja, echt. Ja. Und wir waren zusammen in Disneyland in Paris. Ja. Das war lustig. Und du bist aber meistens nicht mitgefahren und hast dann Dominik einfach... Nein, im Disneyland sind die Bahnen ja nicht so verrückt. Ach so. Da ging's, also so. Nee, da waren wir dann so in den Tassen und dann und halt so Zeugs. Also ja. ihr geht zusammen in Freizeitparks, haben wir jetzt schon mal gelernt. Geht ihr denn auch gemeinsam zu Homo-Partys? Also es ist nicht so, dass wir super regelmäßig an diese Partys gehen oder jetzt irgendwie alle schon eingetragen haben fürs nächste Jahr. Also so ist es nicht. Aber es kann mal sein, dass wir spontan, heute ist doch so eine Party, komm, lass uns da hingehen. Mhm. Ja. Und dann kommt doch auch noch dazu, jetzt gerade in der Schweiz sind das auch viele Freunde, die, also Leute, die wir kennen, die diese Partys machen. Und dann finden wir dann halt auch mal, wenn wir gerade beide in der Schweiz sind, dass wir das auch gerne supporten. Mhm. Und dann dahin gehen, wenn wir können. Also es hat auch noch damit ein bisschen zu tun. Das ist schon auch ein wichtiger Grund. Das ist jetzt meistens von Leuten, die wir kennen. Oder weil Leute da sind auch, die wir kennen. Ihr sagt jetzt, das zu supporten ist die eine Sache. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei euch im gesamten Kalender, wenn man euch so sieht und ihr seid oft unterwegs und hier und da, dass es natürlich dann auch, also ihr müsst eure Zeit sicherlich auch abwägen, wie ihr die verbringt. Oder seid ihr, also da bleibt manchmal nicht so viel Zeit, darauf wollt ihr hinaus, dass man auch gucken muss, dass man wirklich auch noch Freizeit als Freizeit hat und nicht noch irgendwie noch hier und da. Weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Kriegt ihr das noch gut auf die Kette? Ja, das stimmt schon. Also oft ist es auch, gerade wenn ich in die Schweiz komme, ist dann meistens, komme ich da an und dann sind wir direkt irgendwo im Studio oder haben hier noch ein Interview oder müssen dahin oder hier irgendwas und dann ist es schon viel so, dass wir dann so wirklich bewusst versuchen, okay, an dem Abend haben wir nichts und dann nehmen wir wirklich die Zeit für uns, weil uns das auch wichtig ist, dass wir das haben und das müssen wir dann schon irgendwie, manchmal muss man da schon gucken, dass es nicht zu kurz kommt. Manchmal müssen wir uns auch ein bisschen selbst bremsen, weil wir machen immer so viele Dinge, überall, aber es ist ein bisschen auch unsere Persönlichkeit, also ja, wir denken dann manchmal, hey, wir schauen uns manchmal an und lachen und sagen so, ey, ist schon krass, was wir alles schon wieder gemacht haben in diesen, es ist irgendwie, keine Ahnung, 8. Januar, was wir alles schon erlebt haben oder was auch immer. Ja, total. Ja. Aber, und dann Zeit für uns heißt aber nicht zwingend, dass wir dann alleine sein müssen. Und dann lassen wir uns meistens einfach so mit dem Flow gehen, treiben und machen, was wir gerade Lust haben. Das ist ja meistens eher am gesündesten. Aber für euch ist es ja auch, ich wollte noch mal auf einen Punkt, ihr seid ja super prominent in der Schweiz. Also man kennt euch da einfach so. Also ihr könnt ja eigentlich da auch nicht so richtig so vor die Tür vielleicht manchmal noch, aber je nachdem, wo ihr reingeht, also gerade wenn man jetzt nochmal auf den Partys von denen ausgeht, dann werdet ihr immer erkannt. Also wie ist so ein Partyabend in der Schweiz für euch? Oder also, überhaupt das zu zweit sein? Das Taminik sein? Ja, also ich meine, es kommt halt ein bisschen drauf an, wohin man geht. Mhm. Und wenn das halt eher so Low-Key-Orte sind oder wie auch immer, dann ist es halt schon so, dass die Leute checken es schon, aber die sind dann auch ziemlich respektvoll. Und also meistens fühle ich mich total wohl. Und dann gibt es aber auch Momente, und es kommt dann auch auf die Stadt drauf an, wo man sich dann schon sehr beobachtet fühlt auch. Und je nachdem, also ich kann das dann relativ gut ausblenden. Ich habe dann irgendwie sie und meine Freunde im Visier und sehe das irgendwie alles gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie die das geht. Ja, also ich finde es einfach, ja, man gewöhnt sich auch dran. Und meistens sind es eben wirklich süße Begegnungen, die du dann hast, weil du kriegst so schöne Geschichten mit, die dir erzählen. Oder auch nicht, also sie sind auch so okay, wenn du, sie wissen ein bisschen manchmal, wenn sie ein bisschen stören und dann gehen sie dann auch schnell wieder und das ist auch angenehm. Manchmal hat man auch Bock, mit ihnen zu sprechen, mal länger. Oder dann kriegst du ein schönes Kompliment oder so. Also das, nee, stört. Also ich sehe, eben es ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn wir an eine Homo-Party gehen oder so, das ist ja für uns nicht eine Verpflichtung, die wir machen und das als unseren Job sozusagen machen, sondern das ist ja unsere Freizeit, die wir entscheiden, da zu verbringen. Und das ist auch meistens dann so
es fühlt sich so an. Und ist es eben auch letztlich dann doch auch, dass ihr sagt, es ist uns einfach auch ein Anliegen, da irgendwie Sichtbarkeit dann auch durch uns selbst, also durch sympathischen Auftritt, indem ihr da, wenn Leute zu euch kommen, euch ansprechen, ihr dann irgendwie ein Ohr habt und auch vielleicht ermutigt. Ist es also, es ist ja immer so, wie politisch ist jetzt zum Beispiel auch euer Privatleben? Nee, also ich habe mir allgemein, und es ist egal, in welcher Szene ich unterwegs bin, ist meine Devise eben, dass ich einfach bin, wie ich bin. Total. Und ich möchte nichts spielen, ich möchte mich auch nicht einschränken lassen, weil das ist mir viel zu anstrengend. Ja, aber in dem Moment, wo ihr auch den Schritt geht, zu sagen, wir setzen uns jetzt auch, ihr redet jetzt ja auch mit uns, es gibt ja auch andere, jetzt ich sag mal, Frauen, die in einer Beziehung sind mit einer Frau, aber sagen, ey, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, ich möchte da auf gar keinen Fall irgendwie auch öffentlich gemeinsam so auftreten, und ihr macht das ja so selbstverständlich, ja, und in dem Moment, wo ihr das so tut, macht ihr ja easy peasy. Ich denke. Ja, aber das war ja uns auch schon, ein bisschen Anliegen und auch mir vor allen Dingen. Und auch schon bevor ich Dominik gekannt habe, dass man ja sich so ein bisschen zeigt und dass man vor allen Dingen auch zu sich steht und dadurch den Leuten auch zeigen kann, irgendwie so, hey, was du bist oder wie du bist, ist irgendwie total okay. Und für mich war es halt so, als ich dann mal rausgefunden habe, dass ich auf Frauen stehe, da gab es halt keine Vergleichsmöglichkeit. Also für mich war das dann ganz schlimm, weil ich dann so ein schlimmes Bild vor meinen Augen hatte und so, ey, so will ich nicht sein. Aber ich kannte das, so wie ich jetzt bin, in dem Moment gar nicht. Ich wusste nicht, dass ich so existieren kann. Und dann finde ich es irgendwie schon wichtig, dass man irgendwie den Leuten auch zeigt. Drum haben wir uns auch wirklich dafür entschieden, dass wir jetzt ein Interview geben und so weiter, um den Leuten zu zeigen, wie normal das eigentlich ist. Das und Ganze. Das machst du aber, ich denke, auch in anderen Bereichen. Also deshalb auch wieder kein Spiel, sondern authentisch sein und auch mal nicht perfekt sein. Mhm. Das geht ja auch in die Richtung, was Leben halt. Ja, und Haltung haben. Das hast du ja neulich, ich habe was bei Twitter gelesen von dir, da hast du die Penislänge, der war in der Schweiz, also wahrscheinlich werden ja nicht alle verfolgen, was in der Schweiz immer so geht, also zumindest in Deutschland, aber da gab es in der Quizshow eine Frage, irgendwie wie bei irgendwelchen Topmodels der Brustumfang ist, ne? Genau. Ja. Und da hast du dann reagiert, erzähl's doch gerade selbst nochmal. Ja, es hat, also erstens mal der Sender, ich meine, das ist der größte Sender in der Schweiz. Ja. Und macht eigentlich ziemlich informatives, hochwertiges Programm, meistens. Aber das, es hat mich einfach schockiert. Und zwar, und einfach weil, ich meine, nee, ich kann es fast nicht ausdrücken, ich finde es so schlimm. Wie kann man so eine Frage stellen? Was fällt denen eigentlich ein? Komm, stell die Frage nochmal. Ja, eben, ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert wurde. Wer hat den größten Brustumfang und dann A, ja, B, C mit verschiedenen Schweizern. Ja, wer hat die größeren Brüste, ja? Genau. Oder Models in Zentimeter oder so. Und dann habe ich einfach so gedacht, ja, du, warum fragt ihr nicht einfach, wer den größten hat? Genau, da hast bei du dann... Bei den Männern. Dann, weil das fragt genau, ja dann wieder will, niemand. Das genau, da hast du dann geschrieben, wer hat den größten A, der Kiesberger, B, der ja, das sind dann alles Moderatoren die genau von diesem Sender. C, der Salzgeber. Und dann, ups, sorry, natürlich keine Frage für die Öffentlichkeit. Genau. Ja, das war, ich musste da sehr drüber nicht lachen. Angemessen, würde man normalerweise sagen. Ja. Aber der Brustumfang von der Frau, der da scheint angemessen. Naja, das finde ich echt voll krass. Ich finde einfach, es gibt so viele Frauen, also ich finde, wir Frauen werden einfach schon recht häufig sehr reduziert und nicht ernst genommen. Ich erlebe das auch selbst. Ganz viel in Privaten und es regt mich einfach voll auf, dass sowas überhaupt stattfindet. Aber was glaubt ihr, was ist da bei den Frauen oder was ist bei Frauen und Männern da noch nicht richtig angekommen? Ja, dass man halt irgendwie den Körper nicht gleichsetzt in dem Moment. Und bei einem Mann hatte man vielleicht jetzt eher gefragt, ja, wer hat den höchsten Schulabschluss? Eher als wer hat den längsten Penis? Also wo ich dann so finde, da finde ich halt so... Das finde ich ja nicht so cool. Ich meine, es zeigt sich in so vielen Situationen, ich habe schon so viel erlebt, dass ich was gesagt habe in der Runde und ich wurde einfach nicht, also man hat mich gehört, man hat mich vielleicht sogar angeschaut, ja, ja. Aber man hat mich dann einfach ignoriert, weil man gedacht hat, das blonde Mädchen da, easy. Und dann ging das weiter und am Schluss kamen die wieder auf mich zurück, weil alles andere nicht funktioniert hat. Am Schluss machen sie dann das, was du schon lange gesagt hast, ohne dass sie auf dich hören, aber... Und
sitzt dann halt da. Genau. Und so, ja, aber würde ich jetzt auf mich geraten, hättet ihr euch das alles sparen können, weil genau. Ihr das von Anfang an. Und das passiert mir so häufig. Aber würde ich jetzt in der gleichen Runde tanzen vor den. Ich schwöre dir, jeder würde dann schauen und mir Aufmerksamkeit. Das ist doch krass, nicht? Aber wenn ich was Wichtiges sagen will. Ja, also als Frau, ich finde, du wirst dann voll häufig nicht ernst genommen. Das mit den Inhalten, dass man da nicht so richtig durchkommt. Mhm. Aber so diese MeToo-Geschichte, ihr seid beide jetzt in einem Bereich ja unterwegs, wo da vielleicht irgendwie auch mehr passiert. Habt ihr da irgendwie persönliche Erfahrungen gemacht? Ja, zu Tausende. Ja. Könnt ihr irgendwas zum Besten geben oder das wollt ihr lieber auch schweigen? Nee. Also ich hatte MeToo-Geschichten vor meiner Karriere und wahrscheinlich auch bevor ich mich so richtig outen konnte. Danach ist es dann wie nie mehr so weit gekommen, weil sowieso von Anfang an klar war, Homie, da läuft eh nichts. Versuch's gar nicht erst irgendwie so. Bei mir war es auch vor allem vorher. Ich glaube, lustigerweise ist die Grenze irgendwie, ich glaube, nicht unbedingt der Respekt, sondern ein bisschen vielleicht die Angst, dass die dann blöd dastehen könnten oder irgendwer das sonst noch erfahren könnte, ist, glaube ich, größer, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Das war auch vorher. Ich meine, da gab es Situationen im Club, laufen die vorbei, ziehen die einfach den Rock hoch. Oder einer, der hatte sogar noch seine Freundin am Arm und greift mir so einen Arsch. Von den Geschichten habe ich echt Tausende. Ja. Als Paar kriegt ihr da auch manchmal sowas ab? Weil da kommen ja Männer, vor allen Dingen Männer, manchmal nicht so richtig gut drauf klar. Und werden dir dann nicht darf ich dabei eher, sein? Wenn und so? Dann mega viel Alkohol im Spiel ist, dann gibt es schon mal einer, der irgendwie das Gefühl hat, ich sei jetzt extra für ihn, dass wir uns da mal küssen oder so. Ja. Oh Gott. Ja. Aber ja, nee, es hält sich echt in Grenzen, aber ich glaube, das hat echt auch mit unserer Öffentlichkeit zu tun. Gut, kommen wir nochmal zurück zu mehr Frauen. Schaut ihr solche Serien wie Orange is the New Black oder die L-Word? Ja. Ja. Wer ist euer Liebling bei die L-Word? Ja, Shane. Ja. Ja. Shane. Ja. Sie, die Shane. Und du? Also, nee, ich mag die auch voll. Okay, also Shane ist eure Heldin. Ja, ich finde sie schon sehr cool. Ja. Also ihren Charakter würde ich gerne spielen. So. Weil es gibt ja dieses Jahr so ein Revival. Ja, I heard. Ja, ich freue mich. Also dann sitzt ihr vor der Klotze. Ganz genau. Ja. Und dann gibt es ja auch wieder dieses Schaubild. Ihr wisst ja, diese Tafel, wo dann diese ganzen Frauen, ach wer so, mit wem schon ja, was ja. hatte. Ja, der Chart. Oh, so geil. Würde das bei euch auch gehen, bei euch in der Clique? Oder bei Domi wahrscheinlich weniger, bei mir ein bisschen mehr. Ja. 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 Also ja gut, da also ist ja die ganze Clique, geht ja nicht ne? nur. Ja. Mit Männern dann. Ja, gut, eben, aber das geht ja über den ganzen Freundeskreis dann. Aber ich finde eben schon noch lustig, muss ich schon sagen, zu dem Thema. Ich glaube, Frauen sind da viel lockerer, was das anbelangt. Ich finde irgendwie, viele Frauen, da gibt es viel mal, die hatte mal was mit ihr und die mal was mit dir und dann sind wir befreundet und wir haben es gut. Also da gibt es nicht so das. Das ist, weil es lockerer ist, das ist, weil es weniger gibt und das irgendwie so eine Dance-Community ist und es dann auch mega schwierig ist für Leute, neue Personen kennenzulernen, die noch nee, mit aber keiner waren. Ich wollte nicht das sagen. Aha. Ich wollte sagen, dass Frauen ziemlich easy sind mit anderen ihren Exen. Ja, aber die würden sich auch wünschen, also die würden, wenn sie auswählen könnten, würde sie auch lieber jemanden haben, die nicht der und der Freundin zusammen war, die sie kennen von da und da. Aber es ist eben schwierig, vor allen Dingen, wenn du dich in dieser Community bewegst. Das habe ich auch in New York erlebt. Ja, aber es ist ja nicht mal um den Cluster gar befreundet. Es geht ja vielleicht auch nur um Freundschaft. Ja, total. Aber also, dass ich jetzt mit einer was hatte und du nachher mit der befreundet bist, weißt du, was ich meine? Es geht nicht mal darum, dass alle mit der gleichen was hatten, aber sondern... Aber es ist dann so. Ja. Das meine ich ja. So ist es eben. Ja, eben, keine Ahnung, keine Erklärung sein. Doch, es aber ist ich so, finde es also einfach, ich finde die Eifersucht ist irgendwie, ich finde es was, ich weiß nicht. Ich finde es noch cool. Frauen sind da. Ich empfinde es als locker, aber es kann natürlich sein, dass das der Grund ist. Also ich denke, das ist auf jeden Fall der Grund. Kann ja, also sein. Da bist du eher die Expertin drin, weil du verschiedene Szenen da auch kennst. Denke ja. ich auch. Ja. Und du bist ja durch sie in diesen Frauenabgrund gestoßen worden. Nee. Oder? Ach so, nein. In den Frauenabgrund. Das hört sich schrecklich an.
Nee, ist nicht meine erste Frau. Ach so, ich dachte, erst so. Aber ich bin durch sie eher in diese Szene sonst gekommen. Das ist schon so, weil du hast schon eher noch Leute gekannt. Ja. So aus der, aus der Szene. Ich habe mich zwar schon auch, aber ich hatte einfach auch viele schwule Freunde oder meine Mutter hat auch allgemein schon, ich bin mit Homosexuellen, also da gab es immer wieder Homosexuelle in meinem Leben, aber ich hatte jetzt nicht so wirklich den Zugang zur Lesben-Szene sozusagen. Ja. Eben, ich habe es gerade Abgrund gesagt. Wir wollen es positiv enden lassen. Was ist denn besonders schön, dass ihr ein Paar seid? Was ist da, was macht die Welt für dich irgendwie schöner? Ist ein bisschen jetzt abstrakt. Also einfach eine nette Botschaft, warum es schön ist, mit Tammy zusammen zu sein, weil sie mich inspiriert. Weil sie mich inspiriert und sehr, sehr glücklich macht. Und sie bringt mich weiter im Leben. Ach, sehr schön. Ist so. Kannst du jetzt auch noch einen sinnvollen Beitrag? Also kannst du noch auch so ergänzen sozusagen zu Dominik was sagen? Ja, also für mich ist es so, dass Domi eigentlich genau das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Und ich war sehr und darum bin ich auch so glücklich im Moment und genieße das Leben und bin immer super happy, wenn wir zusammen sein können. Ja. Ich musste nämlich so ein bisschen über, und das als allerletztes jetzt hier an der Stelle, musste nämlich sehr lachen, wie du gesagt hast, in einem Interview, da wurdest du gefragt, ob du irgendwie, wenn du die Modezeitschrift aufmachst, ob du die alle schon mal hattest und du dann so, ja. Das fand ich sehr gut. Straight.